Ja, herzlich willkommen hier in der Felddienst Arena zu unserem ersten Pressegespräch, zu unserem zweiten Pflichtspiel in der neuen Saison. Das erste war ja der Supercup gegen Borussia Dortmund. Nun geht es am Sonntag im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde gegen den FC Teningen in Freiburg im Badenova-Stadion. Gesprächspartner für Sie hier oben sind unser Cheftrainer Ralf Rangnick und unser Vorstand Sport und Manager Horst Held. Damit eröffne ich auch gleichzeitig die Fragerunde und bitte um Ihre Fragen. Wer macht den Anfang in der neuen Saison? Tibor Meingast. Herr Rangnick, wie ist denn die Situation in Ihrer Mannschaft vor dem DFB-Pokalspiel? Wen können Sie einsetzen, auf wen müssen Sie verzichten? Wie gehen Sie die Aufgabe an? Ja, also personell ist es so, dass Ralf Fährmann, obwohl es ihm heute schon deutlich besser geht, nicht spielen wird. Theoretisch, wenn wir jetzt Risiko gehen würden, könnte er vielleicht sogar spielen, aber das werden wir nicht tun. Aber wir gehen momentan davon aus, wenn das weiter sich so verbessert, wie es sich von gestern auf heute verbessert hat, dass er am Montag wieder trainieren kann. Aber am Sonntag werden wir ihn nicht einsetzen. Dazu kommt, dass Pierre Kluge und José Manuel Jurado muskuläre Probleme haben. Der eine hat das Training dann heute Pierre Kluge vorzeitig abgebrochen und bei José, der hat es gespürt bei einem Eckball, dass er wieder Probleme hatte mit dem Oberschenkel, Vorderseite. Da müssen wir abwarten. Also bei beiden ist es momentan noch nicht sicher, ob die am Sonntag mit dabei sein können. Ansonsten, ja, außer den länger ausfallenden Spielern, sind eigentlich soweit alle einsatzfähig. Spiel angehen, klar, ich gehe davon aus und erwarte, dass wir das Spiel sehr konzentriert angehen, dass wir von Anfang an da auch überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen und dass wir am Ende dann auch sicher die nächste Runde erreichen. Falk Bleskin, die nächste Frage. Herr Rangnick, haben Sie sich denn schon entschieden, wer dann im Tor spielen wird? Oder gibt es da eine Abstufung zwischen Unnerstall und Schober als Nummer 2 und 3? Oder ist das, wie sieht die Lage aus? Ja, die Frage habe ich ja letzte Woche schon beantwortet. Und Lars Unnerstall war jetzt gegen Borussia Dortmund auf der Bank. Und nachdem sich jetzt in dieser Woche nicht grundlegende Dinge wieder verschoben haben, wird er jetzt auch von Beginn an spielen und Matthias Schober wird auf der Bank sitzen. So wird es jetzt für dieses Spiel sein. Und wie die Situation in 3 oder 4 Wochen aussieht, kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen. Wir werden wie auf allen anderen Positionen natürlich auch im Tor uns immer wieder absprechen, auch mit dem Torwarttrainer, und die Situation dann immer wieder von Neuem bewerten. Tibor Meingast. Welche Informationen haben Sie über den Gegner? Haben Sie ihn mal beobachten lassen? Ja, klar, wir haben das Testspiel letzte Woche gesehen und wissen, dass es sich um einen Siebtligist handelt, der sicher trotzdem hoch motiviert sein wird in diesem Spiel, aber bei allem Respekt vor dem Gegner, wenn wir als Bundesligist und Cup-Verteidiger jetzt in Freiburg gegen einen Siebtligisten spielen, dann darf es überhaupt keinen Zweifel geben, wer dieses Spiel gewinnt, sowieso nicht. Aber wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, das muss, wenn wir von Anfang an konzentriert in das Spiel reingehen und auch immer wieder dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, dann darf es da überhaupt keinen Zweifel geben. Manni Hendrik. Sie haben Jermaine Jones jetzt seit ein paar Tagen im Training gesehen. Welchen Eindruck hinterlässt er auf Sie? Und ist er auch im Kader für das Spiel in Teningen oder nicht? Ja, er hat ja jetzt erst drei oder vier Trainingseinheiten mittrainiert. Er macht auf mich eigentlich jetzt körperlich nicht den Eindruck, wie wenn er jetzt riesengroße Rückstände hätte, aber natürlich hat er Pause gehabt, hat davor den Gold Cup gespielt und im Normalfall wäre es so, dass er jetzt noch nicht dabei ist, aber wir müssen jetzt auch nochmal abwarten, wie es wirklich aussieht bei Pierre Kluge und bei José Manuel Jurado. Wenn wirklich beide ausfallen, dann ist es auch nicht auszuschließen, dass ich ihn mitnehme, aber die Entscheidung können wir erst treffen, wenn wir morgen nach dem Training wissen, wer wirklich endgültig zur Verfügung steht. Ulf Zimmermann und dann Anna-Fahre Eickels. Ja, Sie haben heute den Vertragsabschluss mit Ciprian Marika bekannt gegeben. Was erwarten Sie sich von dem Stürmer und wann wird er spielen?
Ja, wann er spielen wird, ist jetzt natürlich noch nicht zu sagen. Er hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und ihn werden wir jetzt am Wochenende noch nicht mitnehmen, denn dazu ist er jetzt einfach noch nicht lange genug da, hat vorher ja auch nicht regelmäßig gespielt, außer in der Nationalmannschaft eigentlich jetzt in diesem Jahr noch gar nicht. Und deswegen werden wir natürlich sehen, wie wir ihn jetzt schnellstmöglich in eine Verfassung bekommen, dass er spielfähig ist. Wann das der Fall sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Anna von Eickels. Herr Rangnick, ausgenommen jetzt das Supercup-Spiel, beginnt jetzt für mich sozusagen richtig die Saison. Wie bewerten Sie Ihre Vorbereitung? Bei wie viel Prozent sehen Sie Ihre Mannschaft? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, weil dazu müsste man ja erst schon mal selber definieren können, wie viel sind 100%. Und ich glaube, die Mannschaft hat gute Fortschritte gemacht, sowohl konditionell als auch vom taktischen Verhalten. Das war auch im Verlauf der Vorbereitung und der Testspiele eigentlich zu sehen. Und jetzt wollen wir natürlich durch ein gutes Spiel und durch einen klaren, sicheren Sieg in die nächste Runde einziehen, um dann eben auch endgültig gut vorbereitet zu sein für die Bundesliga, die dann eine Woche später beginnt. Aber bei wie viel Prozent wir momentan sind, ist schwer zu sagen. Ich sage es mal so rum, wir sind da, wo ich zu Beginn der Vorbereitung eigentlich gehofft habe und erwartet habe, dass die Mannschaft ist oder sein kann zum jetzigen Zeitpunkt. Nochmal Manni Hendriok. Hier vorne, erste, genau. Nochmal bei Marika nachgefragt. Was erwarten Sie sich konkret von ihm? Welche Rolle soll er spielen? Sie hatten vor ein paar Wochen mal gesagt, der nächste Transfer angesichts des begrenzten Budgets, der muss sitzen. Sie hatten jetzt 2 Wochen Zeit, sich über den Transfer Gedanken zu machen oder 3 Wochen. Was erwarten Sie sich jetzt konkret von ihm? Warum sind Sie jetzt der Meinung, das ist er? Ja, unter Einbeziehung aller Faktoren, die da eine Rolle spielen, da gehört sicher dazu, dass wir uns das Spielerprofil noch mal genauer auch mit dem auseinandergesetzt haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen Spieler, der ein Schnelligkeitselement mitbringt, der im Idealfall, was bei ihm der Fall ist, eben auch schon die Bundesliga kennt, der auch Deutsch spricht und außer Deutsch auch noch ein paar andere Sprachen. Das ist bei uns im Kader auch nicht unbedingt von Nachteil. Und der auch eine gewisse internationale Erfahrung schon hat durch die Einsätze in der Nationalmannschaft. Und nicht zuletzt natürlich auch die Tatsache, dass natürlich auch finanzielle Überlegungen dabei eine Rolle spielen. Und wenn man all diese Überlegungen zusammennimmt, dann war das unter den jetzt möglichen Transfers die beste Lösung für uns. Timo Müller. Falls niemand mehr abgegeben werden sollte, sind Sie dann jetzt so zufrieden mit dem Kader, wie er steht? Sind die Planungen damit abgeschlossen, wenn sich auf der Abgabenseite nichts mehr tut? Oder sehen Sie jetzt trotz der Verpflichtung Marika nochmal irgendwo Handlungsbedarf? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt werden wir jetzt sicher erstmal nichts machen, solange nicht noch irgendwelche Dinge passieren, die mit Transfers weg von Schalke 04 einhergehen. Denn wenn bei uns jetzt wieder alle Mann dabei sind, dann ist es immer noch so, dass wir mehr als Doppelbesetzung haben auf den Positionen und vor allem natürlich auch nach wie vor in bestimmten Mannschaftsteilen noch den einen oder anderen Spieler zu viel. Aber wir werden abwarten. Wir wissen jetzt noch nicht, ob noch irgendjemand den Verein wirklich verlassen wird. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir sicher auch zunächst mal nichts tun, was Neuverpflichtungen, weitere Neuverpflichtungen angeht. Nochmal Timo Müller. Bei der Frage nach dem Saisonziel haben Sie auch immer gesagt, man muss mal abwarten, wie dann der Kader letztlich aussieht. Ist jetzt mit dieser weiteren Stürmerverpflichtung das so, dass man Ziel formulieren kann, ein konkretes? Ja, wir würden gern besser abschneiden in der Bundesliga als letztes Jahr. Und darüber hinaus, was ich auch schon gesagt habe, uns Woche für Woche so vorbereiten, dass wir das jeweils nächste Pflichtspiel so erfolgreich wie nur möglich, möglichst siegreich gestalten können. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Alles andere ist unseriös und macht auch keinen Sinn, weil wir wissen nicht, wie wir in die Runde reinstarten. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir uns wirklich mit dem nächsten Gegner auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist Zielsetzung genug, dass wir sagen, wir wollen jetzt das Pokalspiel klar und sicher gewinnen und danach uns so vorbereiten, dass wir möglichst in Stuttgart mit einem Auswärtssieg starten.
Timo Müller zum Dritten. Wie beeinflusst denn Marika die Überlegungen nach dem System? Kann er vorne alle Positionen spielen? Sehen Sie ihn eher als zweiten Stürmer, eher als einen, der auch über außen kommen kann oder einen, der auch alleine spielen kann? Oder ist er da irgendwie für irgendwas speziell prädestiniert? Ja, was er bisher gespielt hat, das wissen Sie ja auch. Er hat natürlich bisher entweder alleinige Spitze im Zentrum gespielt oder einer von zwei. Ob er auch einer von drei sein kann und dann auch über außen kommen kann, das werden wir sehen. Das müssen wir sicher dann auch vorher im Training und in diversen Spielen auch im Training selber rausfinden. Grundsätzlich, was die Geschwindigkeit angeht, bringt er die Voraussetzungen mit, aber er muss natürlich auch die Bereitschaft beziehungsweise natürlich auch die taktischen Voraussetzungen mitbringen, um so eine Rolle auch außen auch einzunehmen. Und das müssen wir sehen. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, er kann es, dann ist es die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass wir es natürlich erstmal sehen müssen und ausprobieren müssen. Gibt es weitere Fragen? Von mir bitte. Ja? Ich würde gerne nochmal auf den Thieningen Verein zurück. Und zwar, was ist denn, wenn die tatsächlich ein Tor schießen, Herr Rangnick? Was passiert denn dann? Anstoß. Ja, was soll dann passieren? Dann gibt es danach höchstwahrscheinlich Anstoß für uns, gehe ich mal davon aus. Es sei denn, es ist in der 93. Minute und der Schiedsrichter pfeift dann direkt ab. Wenn doch was ins Netz geht, kriegen die Jungs dann Ärger? Also ich gehe nicht davon aus, dass wir ein Tor kassieren in diesem Spiel, aber wenn es am Ende trotzdem ein 8-1 oder ein 10-1 gibt, dann kann das theoretisch im Fußball passieren. Aber ich gehe nicht davon aus, dass unser Torwart viel zu tun bekommen wird in diesem Spiel, weil sonst haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen und wir sehen uns dann, einige von Ihnen zumindest, dann auch am Sonntag in Freiburg dann beim DFB-Pokalspiel. Vielen Dank.